okay, also einiges war es jetzt irgendwie auch nicht. Es war irgendwie ein Level habe ich vergessen und einen Schatz. Ja. Okay. Mal sehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier sind wir hier durch das normale Exit gelaufen oder durch den Geheimausgang. Ich habe keine Ahnung. Ja, mal sehen. Ach, Plüschi. Komm her, Plüschi. Und diese Igel, ich liebe sie. Das sind diese netten Stachelviecher, die vorher keine Stacheln haben und dann aber die Stacheln ausfahren, wenn ich denen zu nahe komme. Und irgendwie, ich habe gesagt, ich sammle Münzen, irgendwie verpeile ich das etwas. Naja, nun gut, nun denn. Ja. So, Herz und eine Münze, das ist wirklich grandios, 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 grandios. Und noch ein Plüschi. Igel. Nee, nee, meinen Flammenhut nehme ich ja nicht. Den mag ich nicht so. Münzen. Ja, der hätte sich schon umgedreht. Hättest du wohl gerne. So. Hier durch, hier durch. Plüschi. Können die eigentlich Schaden anrichten, diese komischen Viecher? Ich glaube nicht. Ich will es jetzt auch nicht probieren, weil ich will den Hasenjet hier behalten, aber ich glaube nicht, dass die Schaden machen können. Oh, und diese bösen, bösen irgendwas. Ja, klar. Nein, ich will diese eine Münze. Ja. Gibt es einen Geheimblock? Das ist auch ganz gerne. Über den Türen gibt es Geheimblöcke. Ich gucke da jetzt überall mal nach. Ah, ich glaube mich zu erinnern, dass das das Level war, wo ich irgendwie 10-mal oder so gestorben bin, weil eigentlich diese einfache Part hier ganz zum Schluss ziemlich schwierig ist. Also ziemlich schwierig war für mich. So, okay. Gut, die schlagen wir mal alle auf. Nee, das nehme ich hier nicht. Das will ich nicht. Weil ich glaube, hier entsteht dann, wenn ich mich nicht irre, entsteht hier dann... Nein, 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 verdammt! Ja, da, ich habe jetzt geflucht. Hat vielleicht ein oder andere mitbekommen. Weil ich bin so ein Vollidiot. Ja, ich schaff's nicht mal hier über diese Gräben rüber zu springen. Super. Jetzt bin ich wieder klein, jetzt wird es mir wieder genau gleich gehen wie vorhin. Ich werde 100-mal sterben und ich werde es wieder nicht schaffen, das geheime Exit zu finden, weil ich vermutlich groß sein muss dafür und überhaupt, ja. Take it easy. Take it easy. Ja. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht wendet sich alles nicht zum Guten. Böser Pirat. Komm her, böser Pirat, ich werf dich. Hier ist ein Herz. Jetzt habe ich... Ja, super, jetzt habe ich den einen Piraten auch gleich getötet. Und hier ist noch ein Herz. Ich will eigentlich kein... Nein, schmeiß mich! Ja, klar! Ich hätte dich eigentlich schon paralysiert, aber nein. Ja, es war wieder gut, dass ich den Mittelpunkt aktiviert habe. Und jetzt passe ich hier einfach etwas besser auf. Ich meine, es ist ja auch schwierig. Das ist ja Eis. Ich meine, vielleicht hat es der eine oder andere bemerkt. Man rutscht hier. Wie Eis eben so ist normalerweise. So, einmal, zweimal. Mit dem Wikingerhelm. Und drüber. Aber ich kann sowas. Oder? Geht das? Geht das? Komm. Ja. Ha. Was hilft mir das jetzt? Nichts. Schade. Gut. Ah, knapp. Knapp, 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 knapp. Weiter, weiter, weiter. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich hier groß bleibe, weil sonst wird das vermutlich nichts mit dem Geheimausgang. Ich habe wieder ganz umsonst die ganzen Münzen gesammelt vorhin. Ja. Man sollte spielen lernen, habe ich gehört. Wobei, euch macht es wahrscheinlich Spaß. Ist ja irgendwie immer recht witzig anzusehen, wenn ein Let's Play ein Spiel spielt und da permanent irgendwie dieselben Fehler macht und permanent irgendwie stirbt und so weiter und so weiter. Ja. Und drüber. Gut. Und jetzt muss ich nur hier irgendwie wieder raufkommen. Ja. Und man sieht, hier ist eine Treppe entstanden. Ha, hatte ich doch noch richtig in Erinnerung. Rauf, rauf, rauf. Und du lässt mich hier in Ruhe. Ja. Hier auch rauf. Okay. Jetzt wird wieder sicher ein richtig eine böse Ratte mit Messer. Jetzt kommt sicher wieder irgendwas ganz was Gemeines. Ja klar, das Level, das geht hier ewig weiter. Okay, wie soll ich hier unten die Münzen sammeln? Okay, 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 okay. Ich vermute, hier gibt es irgendwo noch so einen tollen Schalter. Ich glaube, der wird hier sein.
Okay. Ich habe keine Ahnung, für was jetzt diese Förderbänder hier sind, aber ich finde es praktisch. Also ich muss hier nicht selber laufen, ich werde von den Bändern transportiert. Das könnten sie eigentlich öfter machen. Ich will da durch. Mal sehen, was hier alles drinnen ist. Vielleicht ist ja hier irgendwo noch was Brauchbares dabei. Ich will hier... Ja, rauf. Die Münze brauche ich noch. Und hier waren, glaube ich, auch noch so Blöcke. Ja, gehen wir auch nochmal rein. Gut, das war jetzt wieder nur ein Herz. Ist hier was versteckt? Komm, nein. Okay. Und somit haben wir das Geheim-Exit, den Geheimausgang entdeckt. Ja. Und natürlich Bonus-Game. So, wie hatte ich gesagt? Zuerst links. Geldsack. Ja. Scheint zu funktionieren. Das ist aber... Nee, das kann nicht sein, dass das immer dasselbe Muster ist. Nee, gibt's nicht. Rechts. Geldsack. Ja. Hey. Wahnsinn. Habe ich ja richtig Glück heute. Wenn jetzt rechts nochmal der Geldsack ist, dann zweifle ich echt die Mechanik des Spiels an. Okay, Gott sei Dank. Also eigentlich komplett scheiße, weil das Geld wieder halbiert wird. Aber ich muss die Mechanik des Spiels nicht anzweifeln. Es ist zufällig und ich bin froh drüber. So. Ja. Wir haben noch 5 Schätze offen. Wir müssen noch 5 Schätze finden. Und hier gibt es jetzt ein neues Level, das wir noch gar nicht gesehen haben, das jetzt auch einen Schatz beinhaltet. Und ich werde auch hier in diesem End, hier im Endlevel, den Endboss nachholen. Okay, ja, eine böse Wolke mit Schnürchen dran, die kennen wir vom Baumlevel. Die bösen Igel, die kennen wir auch. So, hier muss ich wieder etwas Acht geben. Das Level, das kenne ich noch nicht. Oder nicht mehr, oder wie auch immer. Ja, und ich remple hier ran. Rein da. Mittelpunkt. Kann doch nicht jetzt schon der Level-Mittelpunkt sein. Nein. Ja, wirf. Weg. Ach, was ist hier los? Komm. Eine Münze, okay. Ich muss hier rauf, weil das Gemeine ist, es kann ja überall so versteckte... Ich muss hier überall schauen. Weil irgendwo hier wird... Nein, lass mich... Ja. Doofes Messer. Irgendwo hier kann ja der Schlüssel sein. Also falls hier die Schlüsseltür überhaupt ist. Aber ich... Ja komm schon, spring doch durch, du dicker Klops. Aber ich vermute, hier wird die Schlüsseltür irgendwo sein. Komm, ja. Ah, diese doofen Messer, die stecken dann immer da drin und... Komm, nein, ich bin mitten ins Messer gelaufen. Okay, gut, dieser Helm ist jetzt wirklich nützlich, weil... man erinnert sich, man kann ja die Schatzkisten nur als Großer öffnen. Und wenn ich hier den Schatz finde und nicht groß bin, dann bin ich... Ja, ich will jetzt nicht sagen stinksauer, aber eigentlich schon stinksauer. Weil, dann habe ich den ganzen Weg umsonst gemacht. Wobei, okay, hier ist kein Schlüssel. So, was machen wir jetzt da? Einmal. Zweimal. Ah, okay, so ist das. Hier ist der Schlüssel. Gut, dann machen wir mal nicht so falsch an. Na, wo ist jetzt die dazugehörige Schlüsseltür? Das ist jetzt die Frage. So. Jetzt sind sicher die blöden Ratten wieder da. Nee, nicht mal. Das Spiel ist fair, ich glaub's nicht. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Gut, aber es hat ja schon das eine oder andere Mal bewiesen, dass es wirklich fair ist. Und jetzt sind wieder meine Lieblingsterrorvögel da. Und ich... Nee, ich will doch diesen... Nein, ich will den Krokohelm nicht. Ach, nee. Ich habe eine Münze vergessen. Nein, zu riskant. Und übrigens, das hier ist auch Eis. Also man rutscht hier. Also wundert euch nicht, falls ich hier irgendwie richtig behämmert und be... Ja, beschusselig. Nee, beschusselig. Das ist ein tolles Wort. So richtig schusselig durchlaufe. Denn es ist... sehr rutschig auf Eis, wie vielleicht der eine oder andere weiß. Und Salzstreuung, ja, gibt's hier scheinbar nicht. Das haben die Piraten irgendwie nicht drauf. Okay, hier ist der Mittelpunkt. Ich habe den Schlüssel in der Hand, ich will den nicht ablegen, deshalb aktivieren wir den Mittelpunkt mal nicht. Ich frage mich nur, wo hier die Schlüsseltür ist. Ich hoffe nur, dass wir die hier jetzt nicht... Nee, jetzt muss ich den Schlüssel ablegen. Toll. Ich will die nur nicht verpassen, die Schlüsseltür. Okay, das ist auch toll. Ich kann den Schlüssel ablegen, Flammen aktivieren und dann, während die Flammen noch aktiv sind, den Schlüssel wieder aufheben. Ja. Oder ich lege den Schlüssel ab und nehme ihn wieder auf und versuche dann vollkommen verpeilt die Flammen zu aktivieren. Das geht dann auch sehr gut. Ich
Wolke da oben nervt. Und jetzt hat man natürlich mit dem Schlüssel in der Hand ein zusätzliches Handicap, weil man den immer... Nein, nein! Wie immer... Nein, nein! Ja! Gut, jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Jetzt kann ich hier durchschlüpfen. Nur ich bin wieder klein. Was bedeutet... Hey, Schlüsseltür aufmachen? Ja, wird gehen. Schatztruhe aufmachen? Nee. Oh, nein! Oh, ja, das waren Eisblöcke, wie man vielleicht gesehen hat. Und ich bin runtergefallen, weil ich auf Eis ausgerutscht bin. Und ich habe natürlich keine Mittelpunkt aktiviert. Sind wir viel zu geizig dafür. Weil, wenn ich sterbe, dann verliere ich eh alle Münzen. Da kann ich ruhig wieder von Anfang anfangen. Und überhaupt, jetzt halten schon 10 Münzen für Mittelpunkt aktivieren. Na klar doch. Ja.